Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr schon gelesen habt, ist das eine kleine Ankündigung. Das mache ich ja jedes Mal, wenn wir als Gruppe zusammen etwas machen. Der Sommer ist da, wie schön. Ja, ich hoffe, er bleibt jetzt auch ein bisschen. Und wir haben zusammen ein Sommerwanderpaket gemacht oder beziehungsweise es ist noch im Umlauf. Dieses Sommerwanderpaket, muss ich gleich vorab sagen, hat es echt in sich. Es ist alles schief gelaufen, was nur schief laufen kann. Ich erzähle euch ein bisschen was von. Also, ich bin losgegangen. Ja, es sind jetzt mittlerweile nur noch vier, aber ganz tolle vier Leute mit mir zusammen. Genau, weil die liebe Bea, die ist aus der Gruppe raus, aber nicht, weil sie keinen Spaß mehr an der Sache hat, sondern sie hat ja andere Pläne mit ihrer Freundin oder Frau jetzt. Und ja, und da wünsche ich ihr natürlich alles Liebe und Gute. Das so am Rande. Ja, genau, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, ich das Paket zusammengestellt, alles schön eingepackt, bin zur Post, habe es hingebracht und dachte, damit ist das jetzt erledigt. Das Paket geht jetzt zu Cori, dauert so in der Regel 1 bis 3 Tage ungefähr. Paket kam nicht an. Ich muss dazu sagen, ich habe den Fehler gemacht und habe es nicht versichert. Ab sofort, ja, ich weiß, man sollte Pakete versichern. Ich habe es nicht gemacht, aber ab sofort wird alles versichert, was ich wegschicke, weil dann ist man wirklich auf der sicheren Seite. Naja, wie auch immer, Fehler passieren, ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Nur ein bisschen ärgerlich, aber es war ja auch mein Fehler, teilweise. Das Paket kam nicht und kam nicht und dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Naja, nach 2 Wochen, ich war in der Zwischenzeit schon bei der Post, habe nachgefragt, die können natürlich nichts machen, ist ja klar, wenn es nicht versichert ist. Naja, nach ungefähr 3 Wochen hat es mir gereicht. Da bin ich nochmal zur Post, habe gesagt, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man das nachverfolgen kann. Soll ich einen Antrag stellen, online, was ich auch getan habe. In der Hoffnung, dass man dieses Päckchen irgendwo auffindet. Am nächsten Tag kam es an. Leute, das Päckchen sah aus wie ja, total demoliert. Es war schon geöffnet worden. Na, das habe ich anhand des Tesafilms gesehen. Und ich dachte, das ist doch jetzt nicht wahr. Ich schaue in das Paket rein. Eine Sache kaputt, aber das hängt wahrscheinlich daran, weil ich es jetzt gut verpackt habe. Aber die haben echt mit dem Paket, die haben echt randaliert. Naja, wie auch immer, das Päckchen kam zu mir und dann sage ich, wieso kommt das Päckchen zu mir? Ich habe es doch weggeschickt, Mensch, das soll zu jemand ganz anderem. Und daraufhin haben die gesagt, ja, der Empfänger war nicht zu Hause, was überhaupt nicht sein kann, weil die liebe Cori war zu Hause, weil wir regelmäßig uns morgens schreiben. Und zu diesem Zeitpunkt war sie unter anderem auch krank und sie war immer zu Hause. Das heißt, und das ist ja nicht das erste Mal, liebe Post, ja, auch wenn die Post es jetzt anschaut, ja, ich beschwere mich jetzt online, das war nicht das erste Mal, sondern und bei uns ist das auch schon so oft vorgekommen, dass es hieß, wir wären nicht zu Hause, obwohl wir zu Hause waren. Also, liebe Post, so geht das nicht, das macht man nicht. Egal, ob ein Paket versichert ist oder nicht, das sind Sachen, die gehören sich nicht. Punkt. Das kann ich dazu sagen. Wie auch immer, dachte ich mir, gut, hilft ja nichts. Ich noch mal ein Paket gepackt und das, was kaputt war, habe ich ausgetauscht und habe etwas Neues dazugelegt. Und dann ging es zur lieben Cori. Versichert. Es war tatsächlich innerhalb von 2 Tagen da. Dann hat die liebe Cori mir ein Bild geschickt, da ist was kaputt gegangen. Ich, das darf doch alles nicht wahr sein. Was ist denn mit diesem Paket los? Naja, egal.
Ich kann euch sagen, was es war. Es war Nagelfeilen, das war so aus Glas, weil wir haben ja so ein Sommerwanderpaket und mir ist jetzt da auch nichts Besseres eingefallen und ich denke mir so, sowas kann jede Frau gut gebrauchen. Okay, ich mir gedacht, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Das Paket ist dann auf dem Weg zu Xenia gewesen. Ich die Xenia angerufen bzw. Sprachnachricht geschickt. Pass auf, wir machen Folgendes. Ich hole was Neues. Du machst die Nagelfeilen raus und machst das, was ich dir schicke, in das Paket. Ich wollte genau dasselbe kaufen. Und was gab es nicht? Dieses schöne Nagelfeilen-Set. Ich dachte, das kann doch alles nicht wahr sein. Was ist denn hier los, Mensch? Naja, wie auch immer, ich habe hier was Neues jetzt zugeschickt. Und ja, ich hoffe, dass jetzt nichts mehr schief läuft und dass das Paket bei jedem heile ankommt und dass es am Ende auch heile bei mir ankommt. Ja, ihr Lieben, wir machen das jetzt schon. Ich habe die Gruppe gegründet, tatsächlich vor 3 Jahren schon. Überlegt euch mal, vor 3 Jahren habe ich die liebe Cori angeschrieben, die liebe Xenia, die liebe Ramona, die liebe Bea und außer die Bea machen wir heute noch zusammen Projekte zusammen, was ich zusammen auch schon ganz, was ich richtig, richtig toll finde. Wir verstehen uns so gut und es macht mir immer wieder Spaß und Freude. Ja, genau. Also darauf könnt ihr euch freuen. Das wird richtig schön werden. Hoffe ich doch mal für euch, aber ich denke doch, ne? Ihr habt ja immer Spaß mit so Aktionen. Und ja, genau. Und ich denke mal, das wird innerhalb der, wenn jetzt alles gut läuft, wenn nichts mehr schief läuft, innerhalb der 2 Wochen passieren. Oder ja, in 2 Wochen wird mit Sicherheit werden dann die Videos hochgeladen. Jetzt habe ich auch noch was im Auge. Ja, es gibt jetzt so ein Labervideo, ne? Also das mache ich ja normalerweise nicht, aber heute, mir war einfach mal danach. Und außerdem wollte ich euch das ja so oder so ankündigen. Genau, dann, jetzt haben wir schon 7,5 Minuten. Wenn ihr bis dahin noch schaut, ich weiß es nicht, dann möchte ich wieder, nicht nur mit der Gruppe, sondern mit euch allen, meine berühmte 5-Euro-Challenge wieder machen. Das heißt, kurze Erklärung, aber wenn es dann soweit ist, werde ich auf jeden Fall noch mal ein Video dazu machen. Also kurze Erklärung. Gut, ich denke mal, das mache ich dann nach den Sommerferien. Das heißt, es wird dann Richtung Herbst gehen, wobei ich sagen muss, Herbstwanderpaket kommt auch noch, aber das ist noch eine andere Sache. Da machen wir nur als Gruppe, aber wo ihr alle mitmachen könnt, ist die 5-Euro-Challenge. Das bedeutet, das Thema Herbst muss enthalten sein, egal ob ihr Shorts hochladet oder Videos hochladet oder ein Video hochladet. Ihr kauft was für 5 Euro ein, was das Thema Herbst beinhaltet und macht was Schönes daraus in eurem Video. Genau, das ist eigentlich ganz einfach, aber dazu kommen wir auf jeden Fall noch mal später. Ich werde das noch mal in einem anderen Video ausführlich erklären. Ich würde mich freuen, wenn ganz viele mitmachen. Das hatte ich mal vor Jahren gemacht und das hat richtig Spaß gemacht. Genau. So, ihr Lieben, bevor es jetzt zu lange wird, ich mag nicht, wenn die Videos zu lange sind, ne, weil viele schalten dann auch früher ab und ich will euch ja auch nicht langweilen. Ja, ihr Lieben, macht was aus dem Wochenende. Das Wochenende soll herrlich werden, es soll richtig schön warm werden. Fahrt an den See, geht in den Park, esst ein schönes Eis, genießt es einfach. Und ich wollte schon wieder sagen, und ich würde sagen, das sage ich nämlich immer, gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche. Da kommen tatsächlich mal ganz andere Videos als immer Holz. Ich dachte, ich putze mal die Hütte. Ich bringe die mal auf Vordermann. Dann nehme ich euch mal mit. Und dann schauen wir mal, was dann im zweiten Video kommt. Oder vielleicht splitte ich das Ganze auch. Oder ein DIY-Projekt. Mal schauen. Mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen, ne? Weil sonst wird es ja zu langweilig. Gut, ihr Lieben.
10 Minuten gleich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao, ciao.